Baylabai-Palast. Der Baylabai-Palast ist ein atemberaubender osmanischer Sommerpalast in Istanbul, Türkei. Es wurde im 19. Jahrhundert während der Herrschaft von Sultan Abdülaziz erbaut und gilt als eines der bedeutendsten Beispiele osmanischer Architektur. Der Palast liegt am Ufer des Bosporus und bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt. Es handelt sich um einen großen Komplex mit einem Hauptpalast, zwei Villen am Meer und einer Reihe weiterer Gebäude. Der Hauptpalast ist ein zweistöckiges Gebäude mit einem zentralen Innenhof. Es ist aufwendig mit geschnitztem Holz, Marmor und Buntglas dekoriert. Im Inneren gibt es viele schöne Räume, darunter den Thronsaal, den Spiegelsaal und den Harem. Küstenvillen liegen am Ufer des Bosporus und bieten einen herrlichen Blick auf die Stadt. Sie werden für Empfänge und andere Veranstaltungen genutzt. Der Baylabai-Palast war einst die Sommerresidenz der osmanischen Sultane. Es diente auch zur Unterbringung ausländischer Würdenträger und war Schauplatz zahlreicher wichtiger historischer Ereignisse. Heute ist der Palast ein öffentlich zugängliches Museum. Er ist ein beliebtes Touristenziel und gilt als einer der schönsten Paläste Istanbuls. Hier sind einige Tipps für den Besuch des Baylabai-Palastes. Der Palast ist 7 Tage die Woche von 9:00 bis 17 Uhr geöffnet. Ein kostenloser Audioguide ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Türkisch verfügbar. Der Palast ist für Rollstuhlfahrer zugänglich. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Besuch im Baylabai-Palast. Mystical Places Türkei.